So, herzlich willkommen bei Visit Zinsheim. Ich möchte Sie begrüßen auf meiner Website und möchte einfach ein paar Informationen rüberbringen, wie das Ganze hier funktioniert. Zunächst wollen wir mal mit der Maus üben, und zwar ich kann irgendwo hier auf dem Bild einfach draufklicken, dann gibt es so einen Pfeil in alle vier Richtungen. Mit diesem Pfeil kann ich zunächst nach rechts oder nach links navigieren. So. Wenn ich die Maus loslasse, dann kann ich das Ganze kann ich mit dem Rad von der Maus zoomen. Und ich habe jetzt mal ganz dran gezoomt und jetzt kann ich wieder durch Drücken der linken Maustaste ganz genau hier hin und her zoomen und mich genau in den Bildausschnitt hineinwählen, wo ich das haben möchte. So, und wir erkennen jetzt auf dem Bild hier solche Füße. Wenn ich mit der Maus auf so einen Fuß drüber gehe, dann erkenne ich dort, was ich an diesem mit diesem Fuß machen kann. Und zwar zeigt mir das Programm hier an, dass ein neuer Standort hier ausgewählt werden kann. Ich bestätige das mal. Jetzt lädt es die neue Seite und jetzt sehe ich hier tatsächlich hier auf der Übersicht zunächst mal, wo wir sind. Wir sind genau hier an dieser Stelle und bin hier auf diesem neuen Standort und kann von da aus wieder einen Rundumschwenk machen, als wäre ich jetzt an dieser Stelle. Das heißt, ich sehe hier ein wunderbares Rapsfeld, kann mich hier wieder zurückwählen und sehe jetzt hier wieder neue Füße und diese Füße bedeuten immer, dass hier ein neuer Standort ist. Ich wähle mich jetzt einfach mal hier ein. Hier sehe ich neuer Standort, ist die Burg Weiler und hier klicke ich einfach mal drauf. So, das neue Bild wird geladen. Jetzt ist es geladen. Und ich kann mich jetzt hier umschauen, indem ich nach links gehe und sehe hier schon einen Teil von der Burg Weiler. So, in dem Moment, wo ich nichts bediene, fängt das Bild automatisch nach 5 Sekunden an zu laufen. Das ist jetzt der Fall. So, wenn ich jetzt gar nichts mache, dann dreht sich das Bild um 360 Grad. Und ich kann hier einfach zuschauen. Wenn ich das beschleunigen möchte oder einen Bildausschnitt auswählen möchte, dann kann ich das einfach machen. Hier zum Beispiel sehe ich jetzt einen Pfeil. Pfeile sind immer Rundgänge. So, ich klicke einfach mal hier auf diesen Pfeil. So, und jetzt bin ich eine Station einfach weiter auf diesem Rundgang. Ich kann mich hier wieder umsehen. Und ich möchte an der Stelle eine Funktion noch zeigen. Und zwar, es gibt Objekte, zum Beispiel hier diese Mauer hier. Und wenn ich da mit der Maus drüber gehe, sehe ich hier Webseite von der Burg Steinsberg. Ich klicke mal drauf und tatsächlich geht die Webseite von der Burg Steinsberg auf. Das heißt, ich kann mich jetzt hier weiter informieren. Ich klicke das mal wieder zu. So, und könnte jetzt hier, wenn ich das möchte, einfach dem Rundgang folgen, indem ich dem Pfeil folge. So, der erste Pfeil hat mir die Richtung angegeben, das heißt, der Pfeil ging nach links, also geht der Rundgang auch nach links. Wenn ich den Rundgang zurück möchte, kann ich hier nach rechts klicken. Ich möchte aber den Rundgang nach vorne gehen und das heißt, ich kann hier einfach nach links klicken. So, das neue Bild öffnet sich. Ich kann mich jetzt hier sehr schön umschauen. Nach rechts. So, das ist jetzt ein Pfeil nach rechts wieder. Aber wir wollen ja den Rundgang gehen. Hier würden wir zurückgehen und wir wollen aber nach vorne gehen. Nach vorne bedeutet hierher. Und jetzt bin ich ein Stück weiter gegangen. So, auch hier kann ich mich wieder umschauen. So, und ich bekomme jetzt hier überall irgendwelche Füße wieder, also irgendwelche neuen Standorte angeboten, wo ich hingehen könnte. So, und hier führen wir ein neues Symbol ein. Es ist das Symbol des Auges und ein Auge ist immer ein Foto. Das wird hier auch nochmal erklärt. Und zwar ist es hier das Foto von der St. Anna-Kapelle. Ich drücke drauf. Eine weitere Webseite geht wieder auf. Es öffnet sich ein Fenster und ich sehe hier die Kirche von innen. Ich kann das Fenster jetzt wieder schließen. Das Programm fragt vorher, ob es wirklich machen soll. Ja, wir schließen hier. So, wir gehen den Rundgang weiter. Und hier gehen wir wieder zum Parkplatz zurück. Jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir vorhin waren. So, und hier kriege ich sehr, sehr viele Informationen jetzt hier angeboten. Ich sehe einen neuen Standort hier.
Hier sehe ich neuer Standort Museum, neuer Standort Stadion, neuer Standort Blick auf Sinsheim und so weiter. So, das haben wir jetzt hier verstanden. Ich möchte ein bisschen noch auf diese Gesamtseite hier eingehen. Und zwar haben wir hier das Bildinfo. Wir bekommen zu jedem Bild angeboten, wo dieses Bild überhaupt ist. Das heißt, wir bekommen hier einen Bildstandort angegeben. Wir sind in Sinsheim, Weiler, auf der Burg Steinsberg und wir sehen den Blick auf Sinsheim und auf Weiler. So, das Bild ist aufgenommen worden am 16.04.2010 und anschließend kommen die GPS-Koordinaten. Copyright liegt bei mir, die PVS Media. Würde jetzt auf diesem Bild noch eine Hintergrundmusik laufen, was möglich ist, dann würde hier die Musik eingetragen und wir haben das Bild Nummer 0003 und das Bild 0003 sehen wir auch hier wieder. Das heißt, wenn Sie irgendwann ein Bild anwählen wollen, dann können Sie das einfach hier oben eingeben, 0003. Das HTML kann man weglassen und dann ist man sofort auf diesem Bild. So, wir haben hier eine Hilfe, das erklärt ein bisschen, wie die Maus geht. Die Bildqualität biete ich in zwei Diensten an. Das heißt, wenn die Bildqualität zu hoch ist für Ihre Internetverbindung, dann kann man hier einfach drücken und ist dann wieder auf der Startseite von einer niedrigeren Bildqualität. Impressum ist klar. Und immer, wenn man hier drauf drückt, dann wird es auch so schön größer. Dann ist man wieder auf der Startseite. Ich drücke mal drauf und jetzt sind wir hier wieder auf der Startseite und könnten hier neu auswählen. So, das heißt, wenn man immer sich mal irgendwo vertan hat, geht man einfach auf visitzinsheim.de, die Startseite und ist dann wieder hier. Ich möchte einfach noch ein bisschen zeigen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel zum Museum wollen, dann drücken wir hier drauf. Und schon sind wir im Standort Museum. Und können uns hier jetzt sehr schön umschauen. So, wir verlassen den Standort Sinsheim. So, und jetzt kann ich hier durch die ganze Stadt gehen. Das heißt, ich gehe hier Richtung Steinsfurt. Sehe hier die Felder. In Sinsheim ist es sehr, sehr grün. So, kann hier weitergehen Richtung Steinsfurt. So, auf der Seite haben wir jetzt hier mal exemplarisch Ton. Das heißt, wir können den Ton hier ausschalten. Jetzt ist der Ton aus und ich kann hier auch wieder einschalten. So, es sind hier auch zwei Lautstärken hinterlegt. Ich kann hier leiser machen und kann hier lauter machen. Die Geräusche, das sind Originalgeräusche hier von diesem Standort. Ich möchte einfach mal weitergehen. Wir haben hier noch ein neuer Standort angeboten, das ist der Reisbrunnen. Jetzt sind wir hier am Reisbrunnen. So, ich bedanke mich, dass Sie hier bei meiner Präsentation dabei waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.